Heiner, hier ist X-Wing mit Aperture Tell. Oh Mann, bin ich blöd. Oh Mann, bin ich blöd. Letzten Part habe ich ja rumgerätselt, wie es denn weitergeht. Hab aber noch nicht so ganz fertig gedacht. Also ich will ja hier hoch. Das hatte ich ja so letztes Mal schon gedeutet. Wenn ich jetzt hier einfach. Da komme ich noch. Wenn ich jetzt einfach alles voll spritze mit dem komischen Zeug. Da sollte jetzt auch was drauf sein vielleicht. So, und da was hin spritzt. Und da hinten natürlich auch. So, alles voll. Wieder an den Wänden da. So, warum haben wir noch was hin? Dann kenne ich. Hier unten durch das Tor gehen. Einfach hier hochspringen. Mann, bin ich schlau. So. Hallo. Alright. Now to do the actual testing. Da ist wohl was verklemmt. Jetzt kommt der richtige Test. So, now we know what that noise was. That's one mystery solved. Unfortunately, I cannot drain that. So, change of plans. Be careful. Okay. Ich kann's mir vorstellen. Eigentlich ja nur mit Tick. Genau im richtigen Winkel hin. Ich mach mal ein bisschen mehr. Das wird schon schief gehen. Nein. Geronimo! Thanks, yeah! Science! I thought our testing spree has come to an end. Proceed to the next chamber! First try! Aber es ist immer noch so bei Testing-Phase, also es ist noch kein richtiges Rätsel. Sonst wird das ein bisschen einfach. Introduction to Fizzler. This one should be pretty easy. Pretty easy, sagt er. Aha. And the song. What? What is this? No. How do I get rid of it? Okay, login. User Nigel. Subject M3WB. Audio controls. Password. I don't know a password. Let's try password 1. No. Password 2. No. Oh wait, I got it. I think I got it. And there. Hello? So sorry about that. I don't even know how that got there. I mean, why do they even have this kind of music in the music library? Unless it was part of the test and I screwed up. Oh. Well, if it was, the damage is done now. Just test. I'll fix this mess. Okay, ich hab den Würfel. Macht mich kaputt. Aber den Würfel nicht. Und ich kann auch durchschießen. So sorry about that. I don't even know how that got there. I mean, why do they even have this kind of music in the music library? Unless it was part of the test and I screwed up. Well, if it was, the damage is done now. Just test. I'll fix this mess. Ah. Natürlich ein bisschen ziehen. Das heißt, ich muss hier wieder blau holen.
Reicht das, wenn ich dann nur laufe? Ich teste es einfach mal. Ja. Aber hier fehlt noch was. Wirklich. Eigentlich denken könnte. Okay. Wie bekomme ich den Würfel hier wieder weg? Nachdem ich rüber gesprungen bin. Oder könnte ich hier... Warte, ich habe eine bessere Idee. Oh, ich hab den Plan noch nicht. Ich bin da drauf. Das ist was anderes. Das war... Drücken wir das mal ein bisschen vollschmoddern. Dann hole ich mir blau. Bäh. Wahrscheinlich nicht am Speed rein. Okay, also brauche ich auf jeden Fall den Würfel da. Boah, immer dass dieses Blau wieder fehlt. Blau kann ich ja nochmal drüber machen. So. Okay. Spring doch! Mann! Manchmal springt automatisch beim Rennen und manchmal nicht. Mal wieder zurück. So, jetzt springt selber. Hallo? Ich bin gesprungen! Das gibt's nicht, ey. Das ist so ein Witz. Wenn man hier echt tausendmal den gleichen Scheiß machen muss, weil der selbst ein total scheiße ist. Könnte dann auch ohne den reichen, okay. Kann ich doch. Cool.
this might have been your best performance yet. Unfortunately, the metal music was part of the test. So, this test does not count towards your performance. Sorry. Tut mir leid für die letzten 3 Minuten. Hätte ich gleich so richtig nach oben geschossen. Hätte es gleich funktioniert. Oh. Aber es ist ein Blind-Let's Player, da habe ich auch keine Ahnung. Advanced Flow Mechanics. While there is no time limit to this test, it is encouraged that we make an effort to be quick. You never know when it can be useful to be fast. That was easy. Das ist eigentlich alles selbst erklären, wenn man Portal 2 gespielt hat. Nicht kaputt gehen! Bitte! Nein! Ah! Kein Speed gehabt. Ah, bitte, jetzt bin ich hier. Ist gut. Good, but not perfect. But we still have plenty of time to work on your issues. Genau. Ja, genau. So, das war Kapitel 2 und ich würde mal sagen, no more recycling tests. Kommt dann auch im nächsten Part. Bis dahin.